Hallihallo, hier ist die Alexandra und der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Wir wollten über ein Thema sprechen, und zwar: Sind vegane Männer Weicheier? Ja, da gab es ja jetzt auch einige Aktionen, zum Beispiel von Attila Hildmann mit seinem Vegangster. Yo. Jetzt mach das nicht so nach. Entschuldigung. Ist jetzt egal. Und Peter hatte auch eine Aktion. Um das kurz zu erklären, ja. mit dem Vegangster. Attila Hildmann hat dann so einen so auf Ghetto-Rapper irgendwie gemacht und hat die Rezepte so gemacht und mit Frauen mit heißen Kurven, so ähnlich wie bei was Fast and the Furious in den Videos, damit das so sexistisch so rüberkommt. Und er ist dann so ein böser Junge aus dem Ghetto, ja. Kam nicht so gut an, gerade bei den Veganern nicht, war auch nicht so lustig. Man wusste nämlich nicht, ist es jetzt lustig gemeint oder ist es ernst gemeint? Wenn es klar lustig gewesen wäre, wäre es wieder gut gewesen, aber man wusste nicht so, meint er das jetzt ernst oder nicht? Kam halt auch nicht so glaubwürdig rüber. Und ja, Peter hatte noch eine Aktion jetzt, wo auch Attila Hildmann mitgemacht hat. Das war dann, der Slogan ist irgendwie vegan ist das neue Viagra. Genau, ja. Unter dem Hintergrund, dass halt, wenn man halt wenig Cholesterin isst oder gar kein Cholesterin isst und sich gesund ernährt, und dann werden die Blutgefäße gehen halt nicht zu, genauso wie man dann halt weniger einen Herzinfarkt bekommt. Und meistens ist es so, dass... Bevor der Herzinfarkt kommt, ist nämlich meistens unrum schon tote Hose. Genau, ne? Also erst kommt die Impotenz und dann meistens der Herzinfarkt oder der Schlaganfall. Und Veganer haben da anscheinend wirklich einen großen Vorteil. Aber ist das jetzt die beste Message? Ja, das ist die große Frage. Und dann werden halt noch immer so vegane Sportler halt auch herangezogen, was ich wichtig finde auch, ja, im Kraftsport oder Leistungssport, um zu sagen, oh, die können auch Muskeln aufbauen oder die können auch ein Radrennen gewinnen oder die können, was weiß ich, Marathon laufen. Ja. Gut, das ist natürlich schon wichtig, weil es ist ja so, dass man will ja gesund und fit sein, ja. Wenn man da jetzt irgendwie so ein Häufchen Elend in der Ecke sitzt und sich nicht mehr von A nach B bewegen kann, das bringt ja keinem was, das will ja keiner, ja. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man sieht, dass Veganer genauso oder vielleicht sogar noch leistungsfähiger sind als Normalesser jetzt, sag ich jetzt mal. Genau, aber es ist natürlich so, sollten wir jetzt versuchen, irgendwie diese Pseudomännlichkeit nachzumachen? Wir stehen alle am Grill mit unseren Bierbäuchen. Tut mir leid, wenn ich jetzt mal so ein bisschen unfair werde, ja, und haben unser Bier in der Hand und grillen unser totes Tier, und die Frauen stehen in der Küche und machen Kartoffelsalat, ja. Das ist so dieses Image, was manche Leute versuchen, so, ja, wir können das auch, ja. Yeah. Wir müssen das nicht können, ja. Dieses ganze Macho-Gehabe ist doch irgendwie von gestern, ja. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, gerade wo Veganer und Veganerinnen halt, das ist doch eher ein gleichberechtigtes Dasein. Da muss doch nicht einer auf dicke Hose machen, um Frauen zu beeindrucken. Oder erklär du das mal, ich weiß ja nicht. Ja, eben, also sowas beeindruckt Frauen auch nicht. Also zumindest nicht die Frauen, die Veganer wahrscheinlich beeindrucken wollen, nämlich Veganerinnen, ja. Weil die wollen ja gleichwertig, oder man will ja eigentlich, das Ideal ist ja, dass man eben eine gleichwertige Partnerschaft hat. Und also zumindest Frauen, die sich eben vegan ernähren, also ich kann ja natürlich jetzt nur von mir sprechen, aber glaube ich jetzt nicht, dass die da jetzt auf dieses Macho-Gehabe abfahren. Und wenn man sich eben jetzt zum Beispiel auch mal die veganen Frauen anguckt, jetzt nicht unbedingt mich, aber es gibt halt sehr, sehr heiße Frauen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich die High Cup Queen anguckt oder die Sunny Nose oder auch von mir ist die Freely, ja. Die Cornelia Ritzke. Total heiße Frauen, ja, und ich glaube nicht, dass die, und alles auch starke Frauen, ja, ich glaube nicht, dass die da jetzt so ein Macho suchen, ja, genau, ja. Sondern ihren gleichberechtigten Partner fürs Leben. Ja. Ja. Es ist auch so, das wollte ich schon die ganze Zeit mal irgendwann anbringen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ja. Frauen stehen ja eher, also meistens auf eher so ein Brad Pitt-Typ, ja, wie ein Fight Club oder so, also mit vom Körper her, also so ein Waschbrettbauch, ganz gut Muskeln und so, aber nicht auf diese Monster, die mit Milchprodukten, Fleisch und meistens noch Testosteron, anderen illegalen Substanzen, solche Arme haben, aufgepumpt sind. Ja, also so aufgepumpt sind. Und da frage ich mich immer, wofür machen diese Leute das? Ich meine, machen die das für andere Männer? Weil Frauen sind meistens, es gibt ja so Umfragen auf der Straße irgendwie, wo dann Fotos gezeigt werden, so wen finden sie denn attraktiver, ihn oder ihn? Und meistens gewinnen die halt definiert sind, die halt schlank sind, ja, die sportlich aussehen, aber nicht die dann halt so wie Monster rumlaufen. Und da frage ich mich halt immer, für wen machen die das? Machen die das? Die machen eher für andere Männer. Also nicht, genau. Aber es ist eher so, als ob ich das Gefühl habe, man trainiert.
verständigt sich dann. Ja, ja. Genau wie Frauen manchmal, wo man das Gefühl hat, so so aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr, das machen die auch nicht irgendwie für die Männer, sondern das machen die auch irgendwie für die anderen Frauen. Ja. Das ist ja auch ein bisschen lesbisch, aber das ist halt so, das ist immer dieser Konkurrenzkampf, ja. Ja. Wo man sich eben versucht, gegenseitig auszustechen, aber da muss man dann halt auch mal vielleicht wieder ganz klar irgendwie mal sehen, was eigentlich Sache ist, und man sollte es ja in erster Linie eigentlich mal für sich machen, man sollte sich ja selber gut fühlen, ja, und nicht immer gucken, so, also zum Beispiel beim Yoga wird halt auch immer gesagt, das ist eigentlich immer ganz, also oft so, dass der Raum so ein bisschen abgedunkelt ist, damit du gar nicht siehst, was dein Nachbar macht, weil du sollst bei dir bleiben, ja. Und das ist eigentlich so, finde ich, auch eine ganz gute Message, dass man auch da im Leben so ein bisschen bei sich bleiben sollte und das für sich machen sollte und nicht, um jemand anderem was zu beweisen. Ja. Ja, also ich finde, Männer sollten halt irgendwie generell auf jeden Fall selbstsicher sein. Keine Frau will einen total Waschlappen haben, der nicht weiß, was er im Leben will, der nicht sich selber liebt. Ja. Ja? Und wer sich nicht selber lieben kann, kann auch oft andere Menschen nicht so gut lieben. Ja, das gibt oft dann diese Problematik. Und man muss aber auch sensibel sein. Und ich finde das gar nicht schlecht, wenn man halt Einfühlungsvermögen hat oder Empathie, dass man merkt, es geht dem anderen schlecht und man nimmt ein bisschen Rücksicht. Also ich glaube, man muss kein Macho sein. Ja? Nee, ich glaube, das ist wirklich vorbei. Ja. Genau. Ja, und generell können wir noch sagen, vegane Männer sind cool und schmecken einfach besser, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich weiß es nicht wirklich. Ja. Doch, ist so. Aber man hört es ja immer wieder, dass man riecht anders, man schmeckt anders. Ist und definitiv so. Also wir haben auch gerade letztens mit jemandem über Deo geredet, dass es Deo ohne Aluminium dann nicht so gut wirkt. Und da muss ich ganz klar sagen, war bei uns, also wir sind ja lange vorher schon, bevor wir vegan geworden sind, haben wir kein Aluminium-Deo mehr benutzt, und es war dann wirklich so halt in Stresssituationen oder sowas, hat es halt versagt. Ne? Und seit wir vegan sind, ist das kein Thema mehr, weil das, was ich hatte früher auch immer so gelbe Flecken unterm Arm. Ja, da haben wir jetzt gerade gelesen, wo habe ich das nochmal? Ah, shit, jetzt Ammoniak ist das, oder? Nee. Ja, ich glaube, das war jedenfalls so, dass es eben, dass es bei Veganern eben nicht mehr so ist, weil die das nicht mehr ausschwitzen. Ja, die Nieren müssen das nicht mehr umsetzen. Ja, ist egal, auf jeden Fall beenden wir das Video jetzt mal hier. Steht dazu, wie ihr seid. Ihr müsst nicht irgendwie Machos sein und ihr müsstet keine wie Gangster sein, ja, um halt irgendwie anerkannt zu werden. Ich glaube, wir sollten alle so sein, wie wir sind. Und wer die Tiere mag und sich gesund ernährt, ist doch alles prima. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, und wenn ihr noch Anregungen zu dem Thema habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Genau, bis bald. Tschüss.